Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Nexus und in diesem Video zeige ich euch die Waffe Unendliches Theorem. Das ist eine Waffe von Trials of Osiris. Wo man sie bekommen kann, zeige ich gleich. Und zwar bei Bruder Vance. Teilweise hat er die Waffe im Angebot, also so wie jetzt dieses Mal. Man kann sie aber auch aus den Prüfungstickets herausbekommen. Das heißt, wenn man da 8 Gewinne auf einem Prüfungsticket hat, das aufmacht, besteht die Möglichkeit, dass Unendliches Theorem drin ist. Gut, wir gehen auf die Waffe ein. Meine hier macht Arcus-Schaden. Dann haben wir hier 3 Veränderungen, die doch recht wichtig sind, weil sie die Schlagkraft erhöhen oder niedriger setzen oder die Stabilität komplett hoch werfen. Die Waffe ist aus diesem Grund sehr angenehm im PvP, weil die Stabilität so unfassbar hoch ist und die Waffe fast nicht verzieht. Nachteil: Reichweite. Ich sage jetzt zu Beginn schon, PvE, also in Raids, Dämmerungen oder so, empfehle ich die Waffe nicht. Ich finde sie nicht gut, liegt einfach daran, die Magazingröße ist zu niedrig. 40 plus würde ich sagen an Magazingröße, dann kann man sie fürs PvE brauchen, aber für mich eher unreizvoll fürs PvE. Aus diesem Grund gehe ich nur aufs PvP ein, weil eigentlich sind die Osiris-Waffen ja auch PvP-Waffen. Gut, die 3 Veränderungen hier, ich schaue da, dass ich die Schlagkraft möglichst hoch habe. Und die Stabilität ebenfalls. Dann hätten wir drittes Auge beim Verwenden der Zielvorrichtung. Diese Waffe bleibt das Radar aktiv. Das kennen alle, wenn man zielt, bleibt das Radar trotzdem oben noch sichtbar. Das ist im PvP sehr, sehr nützlich. Wenn es drauf ist, ist nicht zwingend notwendig, aber unterstützt bei einem MG halt schon sehr. Dann hätten wir Schnappschuss. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Perfekte Balance, der Rückstoß dieser Waffe ist extrem gering oder großkalibrige Geschosse. Übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torkeln lassen. Ihre Masse erschwert die Handhabung der Waffe. Ganz klar, perfekte Balance da reinwerfen, weil wir uns ja auf PvP-Gebiet befinden und die Stabilität so fast ganz hoch jagen. Dann sprühen und spielen. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Dieser Perk ist nicht unbedingt der Hit, aber ist auch nicht unbedingt schlecht. In der Regel lädt man vorhin nach, bevor das Magazin leer ist. Von dem her finde ich Sprühen und Spielen nicht so gut. Aber sei es drum, es ist nun mal drauf. Ich zeige jetzt ganz kurz die Stabilität von der Waffe. So, also kurz zur Stabilität. Die Stabilität der Waffe ist, wie man sieht, ich ziele jetzt auf den Punkt. Unfassbar hoch. Das macht sich dann im PvP auch sehr bemerkbar, wie man das jetzt gleich sieht. Also PvP, man sieht, die Schlagkraft ist hoch, die Stabilität ist unfassbar angenehm. Man kann da zwischendrin noch ein bisschen spielen, das heißt die Schlagkraft noch ein bisschen höher setzen, die Stabilität noch ein bisschen runtersetzen, so wie es einem gerade passt. Die Waffe erinnert mich sehr an Kette von Orbixfell. In der Infokarte hier noch ein Video dazu, da habe ich auch mal ein Review dazu gemacht. Die spielen sich beide sehr, sehr ähnlich, nur die Waffe hier hat einen Nachteil, und zwar die Reichweite. Man kann da auf Distanz mit der Waffe fast nichts machen, halt einfach weil die Reichweite so niedrig ist. Da verliert man wirklich viele Schadenspunkte auf Distanz. Aus diesem Grund ist es ein Nahkampf-MG, meiner Meinung nach. Aber da die meisten Karten so oder so eher klein sind, macht das ja nicht allzu viel aus. Die Schlagkraft von der Waffe und die Stabilität spielen da sehr, sehr schön miteinander. Die Feuerrate ist auch ganz okay. Ich würde sagen, es ist einer von den besseren MGs, die es gibt. Kann mithalten mit Donnerlord, mit Yolder's Hammer, also vom Eisenbanner, und auch natürlich mit dem anderen. Man merkt jetzt hier, die Reichweite reduziert den Schaden halt schon merklich. Dadurch braucht man ein bisschen mehr Schuss. Aber ist nicht allzu tragisch, weil so viel im Fernkampf ist man ja nicht. Ich muss sagen, ich hatte viel Spaß mit dem MG, werde es wahrscheinlich auch öfters mal benutzen. Da es aber keine Magazinvergrößerung hat, halt nur im PvP, denn mit 31 Schuss ist die Waffe im PvE für mich nicht brauchbar. Ich brauche da viel Munition, denn es kommen ja im PvE viele Gegner. Im PvP reichen 31 Schuss absolut,
Von dem her passt es gut ins PvP und eher weniger was fürs PvE. Also, das war es eigentlich von meinem Review. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da. Das unterstützt mich sehr, wenn da Likes da gelassen werden. Und es ist ja nur ein kleiner Klick, um zu sagen, hey, dein Video war gut, vielen Dank dafür. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und schaut im Auto noch die anderen Trials of Osiris Waffen an. Thank you.